Hallo zusammen, heute ist es soweit. Ich habe es schon länger versprochen. Heute gibt es das Video, das Tutorial zu dieser frühlingshaften Buntbox. Da seht ihr sie, eine schwarze Buntbox in der Größe M. Und da habe ich den Deckel, deswegen nehme ich sie auch hier mal ab, den Deckel einmal wunderschön bemalt. Und das ausschließlich oder fast ausschließlich mit den Karin Pigment. Die liegen hier schon bereit. Das sind Acryl Brush Pens und verschiedenen Jelly Roll Soufflé. Und wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt in diesem Tutorial. Ich lasse für euch das Vorbild einmal den Deckel hier oben liegen, dass ihr sehen könnt, wo es später hingehen soll. Und habe hier einmal eine frische Buntbox, einen frischen Deckel, den klappe ich mir aus. Das ist das Besondere an der Buntbox. Die könnt ihr einmal platt machen und wunderschön bemalen und blättern und danach erst zusammenfalten. Und so kann man eben auch um die Ecke auf solche Eckenkanten und Flächen lettern und malen. Und das machen wir heute. Ich habe, wie gesagt, einige Brushpens bereit liegen. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich mir immer passende Farben ausgesucht habe. Zum Beispiel Almond und Rosewood. Ein bisschen hellerer Ton, ein bisschen dunkler. Und so habe ich das mit insgesamt 4 verschiedenen Paarungen, so nenne ich sie jetzt mal, gemacht, damit wir 4 verschiedene, ich lege sie hier mal hin, Blütenfarben haben. Einmal so was Peachiges. Dann was schönes Blaues, was Helles, so Erdiges und ein bisschen was Knalligeres Pinkes und ein paar grüne Blätter. Die einzelnen Namen, welche Brushpens ich hier ganz genau verwendet habe, die Farbnummern, die gibt es unten im Text. Das erzähle ich euch jetzt nicht, das dauert sonst zu lang. Könnt ihr einfach nachlesen. Und ansonsten habe ich hier auch noch 5 verschiedene Jelly Roll Soufflé. Die Soufflé, die trocknen matt heraus und sind auf schwarz deckend. Ihr seht es hier, das sind die ganzen kleinen Pünktchen. Und die in Kombination mit dem Karin Pigment sind einfach ein Traum. Aber es geht los, ist nämlich wirklich so unfassbar einfach. Wir starten mit der helleren Farbe, in dem Fall ist es hier Almond, und wir verteilen uns einfach nur ein paar Blüten. Und diese Blüten, die gehen ganz, ganz einfach, indem ihr euren Brushpen hernehmt und einfach so ein bisschen Druck ausübt, wie so ein Tropfen. Dann kommt noch ein zweiter dazu, sieht aus wie ein kleines Herzchen. Und das machen wir jetzt circa 5-mal und erhalten somit eine Blüte. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich mein Blatt, normalerweise Blatt Papier, in dem Fall mein Buntbox-Deckel, so ein bisschen mitdrehe. Heißt, kleines Herzchen. Dann drehe ich weiter. Noch ein Herzchen. Und ihr seht vielleicht, die Herzchen sind nicht perfekt. Da ist ein Teil mal schön groß, das andere richtig klein. Manche passen, manche nicht. Das mache ich mit Absicht. Sonst sehen die Blüten so ein bisschen langweilig aus. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich arbeite mich also im Kreis herum. Und jetzt habe ich schon mal 4. Und damit es nicht aussieht wie ein Kleeblatt, will ich auf jeden Fall noch ein 5. Blatt haben. Hier, finde ich, passt nur ein einziges Tropfenelement. Bei manchen mache ich da wirklich 5, ja, ich nenne sie jetzt mal Herzchen, das zeige ich euch jetzt. Also wenn ihr zum Beispiel ein bisschen kleiner arbeitet, ein Herzchen, 2 Herzchen, 3, ihr seht, die berühren sich auch nicht immer, 4, und dann kommt hier noch ein 5. komplett hin. Und es fällt überhaupt nicht auf, dass hier nur ein einzelner Tropfen ist und hier 5 Herzchen. Macht euch da gar keinen Kopf, zum Schluss wird das Ganze total schön harmonieren und schön aussehen. So geht es jetzt also Step by Step mit ganz vielen kleinen Tropfen und Herzis über meine Buntbox. Und ich will, dass die Blüten aussehen, als ob sie so ein bisschen vom Winde verweht. Ihr seht es hier auf der Vorlage. Einmal ja, so rüberfliegen. Und das versuche ich, indem ich mich so ein bisschen von links unten nach rechts oben vorarbeite. Ich versuche auch, die Abstände zu variieren. Nicht, dass wirklich überall gleich genau viel Abstand ist, dann wirkt es langweilig. Ich versuche einfach immer ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Und jetzt hätte ich gesagt, kommt hier ganz oben noch eine hin. Und dann reicht es erstmal mit meinen hellen, beigen, almondfarbigen Blütenblättern. Dann kommen nämlich die Highlights rein. Und zwar habe ich mir da passend Rosewood ausgesucht. Und da gehe ich immer nur hier in die kleine Spitze, tupfe ich so ein ganz bisschen rein. Dadurch entsteht so ein kleiner Farbverlauf und die Blüte wirkt gleich viel, viel spannender. So, meine erste Runde ist erledigt. Die beiden könnt ihr so an die Seite, die brauche ich nicht mehr. Dann mache ich als nächste meine blauen Blüten. Die finde ich besonders schön, so ein schönes Hellblau.
Da geht es genauso mit kleinen Herzchen und kleinen Tropfen im Kreis herum, manche größer, manche kleiner. So entstehen dann eben solche Blüten. Wenn ihr das Gefühl habt, es kommt nicht mehr genug Farbe raus, dann könnt ihr die einmal schütteln und ihr solltet auf jeden Fall die kleine Kugel hin und her springen hören. Dann habt ihr gut genug durchgeschüttelt. So, vier reicht erstmal. Nacharbeiten kann man immer. Wenn ihr überlegt, soll ich noch eine in einer bestimmten Farbe machen, dann wartet lieber. Im Nachhinein könnt ihr immer noch welche hinzufügen. Wegmachen wird aber ein bisschen schwieriger. Und auch hier gehe ich jetzt mit dem dunkleren Blau einmal rein, tupfe mir da so ein bisschen was rein und schon habe ich einen richtig schönen Farbverlauf in der Blüte. Als nächstes kommen die aprikofarbenen Blüten. Genauso. Wie bei allen anderen Blüten, kleine Tropfen und kleine Herzchen. Und die dürfen auch auf die anderen oder über die anderen drüber lappen. Das Tolle an dieser Farbe ist, an diesen Acryl-Brushpens, ist, dass die deckend sind. Heißt, das eine überdeckt das andere und das wirkt dann auch nochmal ganz spannend, wenn die nicht alle einzeln für sich schweben, sondern wenn die sich vielleicht auch mal ein bisschen berühren. Einzelne Blätter abdecken oder überdecken. Und was ganz wichtig ist, bei diesem Buntboxdeckel unbedingt über den Rand hinausgehen. Das macht es nämlich dann zum Schluss so schön spannend. Da seht ihr dann nämlich einmal über die Kante hinweg nochmal Blüten. Und das sieht eben so besonders schön aus. Finde ich zumindest. Letzte Farbkombi. Jetzt gibt es so ein bisschen Zartrosa mit Pastell Magenta Red. Dann haben wir erstmal unsere Blüten fertig. Aber die hier mache ich erst noch überall da, wo noch eine hinpasst. Denkt dran, falls ihr das Gefühl habt, ach, das sieht hier und da noch leer aus, es kommen auch noch grüne Blätter mit dran. Da immer noch so ein bisschen Platz aufheben. Alle Blüten habt, dann kommt einmal das Pastel Light Green zum Einsatz und damit kommen dann hier und da einfach nach Lust und Laune ein paar Blätter dran. Und ihr seht, ich setze da wirklich einfach nur an und ziehe mir so ein bisschen die Farbe raus. So, der
Metall mit den verschiedenen Karin-Pigment ist soweit erledigt. Das sieht schon ganz nett aus, aber es fehlt natürlich noch das gewisse Etwas. Als allererstes greife ich zum weißen Soufflé. Und das Besondere am Soufflé ist, wenn ihr damit ganz lang aufdrückt, dann kommt ordentlich Farbe raus. Und ich tupfe hier wirklich immer nur hin. Also ich halte den Stift einfach nur aufs Papier, drücke und je länger ihr drückt, desto mehr Gel kommt raus, Geltinte, also weiße Farbe. Nicht zu lang drücken, dann habt ihr so einen richtig weißen, großen Flatschen. Das wollen wir nicht. Wir wollen einfach nur so einzelne kleine weiße Pünktchen in der Mitte der Blüte haben. Ganz unterschiedlich, mal sind es nur 4 oder 5, mal ein paar mehr und ich verteile die einfach hier in der Mitte, in jeder einzelnen Blüte, drücke einfach nur mit dem Stift ganz leicht auf und da fließt die Tinte wirklich ganz alleine raus. So. So, all meine Blüten haben jetzt so ein weißes Zentrum bekommen. Der weiße Soufflé kann also beiseite. Und was ich ganz nett finde, um einfach nochmal das Ganze aufzulockern, ist, dass ich mit der jeweils passenden Farbe, also bei den blauen Blüten zum Beispiel mit dem blauen Soufflé, einfach um die Blüte verteilt wieder so ein paar Pünktchen mache. Und die Technik ist genau gleich. Ich habe da keine Bewegung. Ich setze auf mit meinem Jelly Roll, warte kurz, lasse die Tinte fließen und nehme den Stift dann wieder weg. Und dadurch entstehen so kleine, dicke Pünktchen. Ihr könnt die danach, wenn das Ganze trocken ist, sogar spüren. Deswegen nennt man den Soufflé von Jelly Roll auch einen 3D-Gelroller, weil der nach dem Trocknen wirklich, wenn man drüber geht, deswegen warten, bis er trocken ist, nicht, dass man alles verschmiert, dann spürt man da richtig die Farbe. Und je länger ihr hier aufdrückt und wartet, desto mehr Farbe kommt, desto dicker wird es. Damit könnt ihr also auch zum Beispiel ein schönes 3D-Lettering zum Beispiel machen. Falls ihr euch jetzt fragt, boah, es gibt so viele verschiedene Jelly Rolls, wir haben auch ein Video dazu hier auf unserem YouTube-Kanal, wo wir jeden einzelnen Jelly Roll erklären. Und die Soufflé, die gehen immer so ein bisschen unter. Ich liebe die aber. Ich finde die einfach Wahnsinn. Ganz wichtig bei den Soufflés, dass man wartet, bis sie trocken sind. Ihr seht jetzt hier, wie knallig dieses Orange ist. Fast schon so ein richtiges Neon-Orange. Und das muss man aber alles trocknen lassen. Die trocknen dann nämlich ganz matt und die Farben werden nochmal ein bisschen heller und sehen im trockenen Zustand doch nochmal ganz anders aus. Also unbedingt bei den Soufflé warten, 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 bis die wirklich trocken sind. Beim Weißen, vielleicht bemerkt ihr das, in diesem Trocknungsprozess, und das dauert wirklich bis zu 10 Minuten, wird die Farbe, geht zwischenzeitlich fast schon weg. Ich glaube, ich kann es euch vielleicht sogar hier mal zeigen. Hier seht ihr das Weiß gar nicht so strahlend und beim Trocknen strahlt das richtig, richtig weiß. Also nicht verzagen, einfach warten und zum Schluss habt ihr ein richtig schönes, strahlendes Weiß oder in dem Fall hier Orange, je nachdem, was für Farben ihr nutzt. Und ich mache da einfach verteilt so ein paar Pünktchen, sieht ein bisschen aus wie Konfetti. Jetzt noch einmal in diesem hellen Ton. Wird auch beim Trocknen nochmal ganz anders ausschauen. Jetzt einfach nochmal so ein paar Pünktchen und die lockern das Ganze noch ein bisschen auf.
So, das war's mit den vielen Pünktchen. Hier seht ihr vielleicht noch mal ganz gut, wie das im Trocknungsprozess aussieht. Und wenn ihr dann wirklich gewartet habt, bis alles trocken ist, 10 Minuten ganz bestimmt, so lange brauchen die Soufflés, dann habt ihr zum Schluss so ein strahlendes, mattes, pastelliges, wunderschönes, das reicht jetzt aber, Gesamtbild. Jetzt fehlt mir das letzte Wort. Und das könnt ihr dann wieder auf eure Buntbox draufstecken und schon habt ihr die schönste Verpackung der Welt. Ich glaube, wenn mein Geburtstagsgeschenk zum Beispiel in so einer Buntbox wäre, würde ich mich noch 10-mal mehr freuen. Das war's mit dem kleinen Tutorial. Ihr seht, es ist überhaupt nicht schwer. Es ist eine ganz, ganz einfache Technik und das Ergebnis zum Schluss ist wunderschön. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bleibt wie immer kreativ und munter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, das Video hat dir Spaß gemacht und wir würden uns freuen, wenn du uns hier bei YouTube abonnierst. Du findest übrigens alle Produkte, die wir testen, in unserem Shop unter www.stifteliebe.de und natürlich sind wir auch bei Instagram, bei Facebook und seit kurzem auch auf TikTok.